Dieb wurde entdeckt. Da. Nicht aufgeben! Ei. Wieso? Schon unterwegs. Ein Dieb wurde entdeckt. Jawohl. Wie ihr wünscht. Hört ihn. Nicht aufgeben. Sofort. Es gibt kein Zurück. Noch einer. Wie ihr wünscht. Ah ne, okay, dann nicht. Jawohl. Dachte schon. Ein Steinbruch ist erschöpft. Aber wir haben das Geld geschickt. Wir haben das Geld geschickt. Irgendwas ist komisch mit dieser Karte. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Irgendwas ist ganz komisch manchmal. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben das verdammte Geld losgeschickt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Steinmetz sind müde, Steinmetze können schlafen. Unser Brunnen ist versiegt. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wir haben das Geld ausgesandt. Warum wurde das einfach vernichtet? Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Das ist nicht das erste Mal auf dieser Karte, dass wir ein Tribut bezahlt haben. Das Spiel sagt, ne, ist weg. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir müssen tun, was wir können, um Geld zu kriegen. Ein Karren wurde ausgesandt. Unser Brunnen ist versiegt. Hatte dich einen Trupp runtergeschickt, um sich aufzufrischen? Hatte ich scheinbar nicht, aber dann nehmen wir das hier einfach so. Angriff. Ei. So. Angriff. Ei. Ah, nein, nicht beschleunigen, das funktioniert niemals gut. Verstanden. Geht ihr wohl zurück, Leute? Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Wie ihr wünscht. Jawohl. Alles klar. Zum Angriff. Auf euren Befehl. Sofort. Ein. So, in Bewegung bleiben, damit sie nicht in Nahkampf geraten. Nicht aufgeben. Wisst ihr was? Lasst uns im Zweifel abschlachten. Ihr kümmert euch um die Schwertkämpfer. Kämpft weiter. Sofort. Ei. Wir wurden einfach beraubt. Verstanden. Sofort. Unser Brunnen ist versiegt. Auf euren Befehl. Alles klar. So. Wir haben uns das eiskalt 1000 Tacken abgezogen. 5000 Tacken abgezogen, die sind jetzt weg. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Nicht sehr cool vom Spiel. Nicht sehr cool. Wir können das Jagdwild hier alles einsammeln gehen. Alles klar. Unser Brunnen ist versiegt. Die 50 gebe ich mal aus.
Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, warum es manchmal so ist, dass die Dinge, die wir bezahlen, einfach verschwinden. Ins Nirgendwo. Jetzt neu laden müssen, glaube ich. Sofort. Auf euren Befehl. Renn mal da hoch. Die Schafffarm wurde niemals fertig ausgebaut. Das ist natürlich sehr peinlich. Also haben wir den Leuten niemals einen Brunnen gegeben, den wir eigentlich die ganze Zeit bauen wollten. Kein Wunder, dass unsere Brunnen überall leer gehen. Der Karren wurde doch nicht einfach vom Monsunregen vernichtet, oder? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Das wäre natürlich sehr unglücklich. Alle Leute ersaufen hier einfach. Die Regenzeit hat eingesetzt. Oh. Und wir haben hier noch haufenweise Kühe übrig. So, Kuhfarm. Oh, da ist noch ein Tiger. Da könnte die Kühe über Zeiten reißen, also. Mauern wir ihn mal kurz ein. So. Und so. Stimmt, unsere Soldaten haben gerade keinen Sold bekommen, als sie zurückgekämpft haben. Und sie haben sich trotzdem gut genug geschlagen. Bin stolz auf sie. Die Regenzeit ist vorüber. Okay, hier könnten wir theoretisch noch Fischer aufbauen, wenn wir Platz hätten. Haben wir nicht. Gut. Ein Karren wurde weg mit dem Geld, das wir noch besitzen. Jetzt sind wir nur ein bisschen pleite. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Verstanden. Okay, müssen wir die Musketiere abholen oder kommen die so zu uns hoch? Schon unterwegs. Die wären nämlich eine ideale Leibgarde für Hakim. So könnten wir ihn endlos im Kampf halten. Diese Aufgabe ist erfüllt. Alles klar. Schon unterwegs. Sie werden einen Monat hier eintreffen. Sie werden einen Monat hier eintreffen und dann werde ich benachrichtigen. Okay, gut. Sofort. Wisst ihr was, dann sicherheitshalber schicken wir Hakim runter. Sofort. Nochmal Party machen. Obwohl wir echt nicht so viel Geld übrig haben, aber dann können wir noch ein bisschen beten lassen. Um das zumindest ein bisschen auszugleichen. Ist gerade eingetroffen. Denkt daran, dass ihr mich auch wieder zurückbringen müsst. Jawohl. Bleibt wachsam. Alles klar. Alles klar. Wie ihr wünscht. Dann speichern wir mal. Hoffen wir, dass es auf den Musketieren kein Verfallsdatum gibt, wie lange wir sie haben dürfen. Also da. Ah. Nebenbei mute ich mich die ganze Zeit, um mich voll durchzuräuspern. Weil die Erkältung immer noch eine Bitch sein will. Also die Überreste der Erkältung wollen natürlich immer noch stören. Sicherheitshalber möchte ich hier oben hin ein paar Katapulte geschickt haben. Nur für den Fall.
Wenn es gäbe einen Weg, wie sie vernichten könnten. In den Monsunregen gießen. Das würden die wohl nicht überleben. Ich glaube, das Spiel wäre aggressiv überfordert, wenn wir das tun würden. Ich dachte, vielleicht hätten wir hier irgendwas übersehen. So. Wie ihr wünscht. Alles klar, Leute. Zeit, ein bisschen was zu falten. Angriff. Schon unterwegs. Ah, ich liebe es, wenn wir unsterbliche Truppen haben, die einfach alles tanken können. Das ist für euch trotzdem keine Ausrede, in den Nahkampf zu gehen, Abschaum. In den Kampf. Zum Angriff. Es gibt kein Zurück. Lass das. Zum Angriff. Stürmt los. Schon unterwegs. Angriff. So. Vorwärts. Kannst du ein bisschen Kamera drehen? Dann haben wir hier das Vorland zu Lucius Stadt. Wo ist der Außenposten? Da. Angriff! Das geht nicht. Kämpft weiter. Mir im Kampf. Joinks. Hier, als Gruppe 1. Schaut mir die ganze Munitionskarren hier. Hinauf und hinüber! Stürmt die Mauern! Hinauf und hinüber! Einsacken und Abmarsch! Einsacken und Abmarsch! Oh nein, die haben unseren Bogenschützen da oben getötet. Stürmt los! Nehmt alles mit! Erobert das Ziel! Das ist viel Munition, die die hier zurückgelassen haben. Den Kampf. Wir werden angegriffen. Verstanden. Seid auf. Nein, ah! Erobert das Ziel. Geht das holen? Nach hier hin. Angriff. Ei. Nicht aufgeben. Verstanden. So, da oben gibt es noch mehr Munition. Gruppe 7. Es gibt kein Zurück. Hakim, geh nach hier oben hin. Beschäftige den ganzen Abschaum. Solange wir die Musketiere haben, müssen wir das Beste rausziehen, was wir können. Vorwärts! Schon unterwegs! Alles klar. Wir werden angegriffen. So, dahin. Erobert das Ziel! Erobert das Ziel! Erobert das Ziel! Moment, wir sind einfach da durchgekommen? Gruppe 2 tötet sie alle. Erklimmt diesen Wall! Erobert das Ziel!
einsacken und abmarsch. Auf euren Befehl. Wir werden angegriffen, wie ihr wünscht. Gruppe 2, sagt, tötet sie alle. So, Gruppe 7. Eine ganze Menge Munition. Hakim und die drei Musketiere haben hier unten ein bisschen Spaß. Wie ihr wünscht. Gruppe 2 ignoriert den ganzen Abschirm da oben. Abschube. Geht da hinten hin. Alles, was die Mauern rennt, stirbt sowieso. So, wie viele neue Truppen können wir inzwischen ausbilden? Nicht viele, aber ein paar. Alles klar. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. In den Kampf. Verstanden. Wir haben ein so, lass das. Auf euren Befehl. Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst. Hakim hat da unten einfach Spaß. Oh, hallo. Angebot meiner Waren. Wir werden Robert. Angegriffen. Ei. Der kleine Wald ist unser. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium. Und da haben wir Lucius Stadt. Wir werden angegriffen. Wer wartet? Aber die Felsen stehen da, damit wir nicht in der Lage sind, darunter zu schießen. Ich verstehe. Komm zu meinem Militärgebäude, dann werde ich den Angriff ausrufen. Die Musketiere machen das. Dann müssen wir kurz mal unseren Freund hier losschicken. Alles klar. Damit er sich Karim auch mal nützlich machen kann. Selbst wenn nützlich machen, macht er sich unnützlich, indem er von uns fordert, dass wir ihm hinterherkommen. Wir werden angegriffen. Jawohl. Nicht mehr helfen kann er richtig. Bring die Katapulte hoch. Ist das Gruppe 1? Wir brauchen keine Schwertkämpfer an diesem Punkt. Wir speichern, weil wir schon mehrere Situationen hatten, wo Speichern unbedingt nötig ist. Meine Soldaten sind unterwegs. Schon unterwegs. Weite Truppen muss ich erst neue Soldaten ausbilden lassen. Schon unterwegs. Wach. Schieß sie zusammen. Wir werden angegriffen. Es gibt kein Zurück. Stürmt los. Stürmt los. Wir kämpfen von hier hinten aus. Weiter. Was tut ihr da, Leute? Alter. Jawohl. Alles klar. Die sind so unkontrollierbar manchmal. Auf euren Befehl. Stürmt los. Auf euren Befehl. Ei. Hört auf, in euren Tod zu rennen. Gott verdammt. Schon unterwegs. Jawohl. Es gibt kein Zurück. Jawohl. Was machen diese Truppen da? Ihr sollt einfach nur stehen. Vorwärts. Angriff. Zum Angriff. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So, Karim, will du... Alter! Jawohl. Es gibt außerdem, ich habe jetzt genug von diesem Unsinn. Und sollt. Wir haben die Soldaten die ganze Zeit über nicht bezahlt. Das erklärt einige Sachen. Ach, ich gucke eine Sekunde weg und Hakim bringt sich selbst um. Und ihr schießt nicht mal. Alter. Die Truppen sind so dumm. Die Truppen sind halt wirklich dumm.
So, Nachschub für Gruppe 2. Wir dürfen unsere Truppen nie, auch nur einen einzigen Moment aus den Augen lassen. Angriff! In den Kampf! Nicht aufgeben! Denn wenn wir das tun, töten sie sich sofort selbst. Selbst wenn wir auf sie achten, machen sie dumm halten. Ihr könnt den Schuss machen, ihr müsst nicht in den Nahkampf. Bitte bleibt doch einfach auf den Fernkampf, wo ihr hingehört. Es gibt kein Zurück. Hakim, komm mal rüber. Vielleicht kommst du jetzt mit Karims Armee an, weil Karim nichts tut. Also, was macht ihr denn da? Wie ihr wünscht. Vorwärts! Die drei Musketiere unterdessen sind einfach wortwörtlich mächtig. Wieso könnt ihr nicht da drauf schießen? Fickt die Leute von den Mauern. Es gibt kein Zurück! Es gibt kein Zurück! Hi! Schon unterwegs. So, Hakim ist unterwegs. Wo ist die Ramme? Die Ramme ist hier. Beschützt dies. Auf zum Tor. Unser Brunnen ist versiegt. Gruppe. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Ach, das ist doch unglaublich. Karim, kannst du überhaupt was richtig machen? Irgendwas. Zum Angriff. Folgt mir. Kämpft für die Regenzeit hat eingesetzt. Sofort. Schon unterwegs. Nicht aufgeben. Gruppe 2. Einmal da hoch. Wir werden angegriffen. Sofort. Sofort. Honigwiese. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. Stürmt los. Wir können neue Truppen ausbilden. Ich muss mich in die Burg zurück. Das ist nicht überraschend, dass Hakim natürlich wieder gestorben ist. Stürmt los! Schönes Tor. Ein kleines Problem. Geh einfach durch die Wand. Wir werden an- Wieso rückt ihr nicht nach? Ei. Beschützt dies. Wir können kurz mal mit Karim wahrscheinlich neue Truppen anwerben. Wie ihr wünscht. Ja. Ruf mal den Angriff aus. Stürmt los! Wie ihr wünscht. Dann macht bitte beim Ende der Regenzeit was Nützliches mit eurem Leben. Auf euren Befehl. Sind die Truppen einfach wieder umgedreht und oder sind sie einfach ertrunken? Stürmt los! Alles klar. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wir werden angegriffen. Sofort. Schon unterwegs. Die Regenzeit ist so. Kein Unsinn von euch. Hey, Schützen. Fegt sie sofort für die Mauern. Oh Gott, wo sind die? Was ist denn hier alles losgegangen? Zum Angriff. Nicht aufgeben. Vorwärts. Auf euren Befehl. Nehmt die Mauern ein! Stürmt los! Alter, was ist da bitte passiert? Schon.
Bogen unterwegs. Okay, Verstärkungen sind keine Sache, die wir bekommen. Vielleicht kann Karim sie endlich mal nützlich machen, jetzt wo die Regenzeit vorbei ist. Alles klar. Verstanden. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Kämpft weiter. Gut, unsere Armee hat sich kurz mal gelöscht. Ach Gott, da kriegen wir auch gar keine Truppen raus. Der Nachschub ist einfach zu lang. Vorwärts! Es gibt kein Zurück! Wir werden angegriffen! Ei! Okay, von wo kommen die ganzen Bogenschützen die ganze Zeit über? Auch von da oben eigentlich. Sofort. Wir werden angegriffen. Schon unterwegs. So. Warum bist du stehen geblieben? Auf euren Befehl. Das Spiel speichert. Ich möchte das andere Hinterland von den Luzis wegnehmen, ehe wir seine Stadt niederbrennen. Ich möchte ihn erstmal komplett erobern. Schon unterwegs. Wir werden angegriffen. Auf euren Befehl. Wo rennt ihr lang, Leute? Auf euren Befehl. Alles klar. Wir werden angegriffen. Sofort. Die große Wiese. Zum Angriff! Das Lagerhaus ist voll. Kämpft weiter. Alles klar. Wir werden angegriffen. So, alles, was Lucius gehört, ist jetzt weg. Alles klar. Wir werden angegriffen. Ich finde interessant, dass er keine weiteren Dinge gebaut hat mit Bob, dem Baumeister. Hier rüber. Oh. Alles klar. Helft mir im Kampf für die Gerechtigkeit. Seid auf der Hut. So. Angriff. Gruppe 1. Gruppe 3. Nicht aufgeben! Plus 500 aus Steuereinnahmen? Ich habe die Steuern hochgedreht, oder? Nein. Hä? Wo kommt das ganze Steuergeld her? Seit wann sind unsere Steuereintreiber in der Lage, so große Steuern einzusammeln? Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht sind die einfach so lange unterwegs in die Stadt, dass zwei Zahltage immer aufeinander geraten. Beschützt dies. Seid auf der Hut. Von Gruppe 7 rein. Bleibt wachsam. Seid auf der Hut. Beschützt dies. Zeit, den Kollegen ein bisschen einzustampfen. Schon unterwegs. Gott, so viel Munition. Hi. Ja, das kannst du. Nein, nein, was habe ich getan? Vorwärts! Vorwärts! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Jawohl! Man darf Katapult noch niemals einen Befehl geben, die werden sofort dumm. So, geh weg. Das Lagerhaus ist voll. Wie haben wir den Bevölkerungsplatz überzogen? Den Soldatenplatz. Kommen die Soldaten her? Wir haben es geschafft, Hakim. Lutz wurde vernichtet. Sehe ich auch so. Ja, wir haben es doch tatsächlich geschafft. Eure Terra und der Rest der Welt ist ja sicher. Zumindest vor Kandalucius.
Alles klar. Ei. Ei. Ach nee, durch die Bekehrung, klar. Sofort. Er hat auch nicht vergessen, dass die Musketiere zurückbringen müsste, oder? Doch. Ich will die behalten. Hab Dank für eure Hilfe. Oh, wir verlieren, wenn wir das nicht rechtzeitig schaffen. Jawohl. Na dann bringen wir die Musketiere zurück. Jawohl. Verstanden. Karim, wir warten schon auf unseren Marktplatz. Wir müssen unseren Marktplatz irgendwie umgehen. Oder Herden. Verstanden. Ja, Karim hat übrigens effektiv gar nicht mitgekämpft. Seine Truppen haben einen aktiven Schlaganfall erlitten und dann nichts mehr getan. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wir brauchen ja Ewigkeiten, darüber zu kommen. Ei. Verstanden. Wir sollten mal speichern. Da kam die 500 her, ist mir gerade wieder eingefallen. Die 500 kam daher, dass wir noch das Geld von den getöteten Steuereintreibern dieser Stadt hier mit einberechnet gekriegt haben. Die haben wir ja richtig ausgenommen, die ganze Zeit über. Na, ja, sollte man auf normal setzen. Unser Brunnen ist versiegt. Wie ihr wünscht. Alles klar. Jawohl. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Nicht auf den Marktplatz gehen, Hakim. Sofort. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Das Lagerhaus alles ist klar. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und des Musketiere. Jawohl. Alles klar. Wir haben ein Territorium. Okay, da gibt es keine Rückmeldung. Na dann. Dann brechen wir auf. Wir haben es geschafft, Karim. Wir konnten Lucius besiegen. Aber der Schatz. Ja, jetzt geht's mir gut. Vielen Dank, Hakim. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ich schulde dir was. Wenn wir zurück in Oroterra sind, lade ich dich zum Eisbaden an. Das wird mich starke Überwindung kosten. Unser Brunnen ist versiegt. Okay. Und damit, liebe Gemeinde, haben wir diese Map-Reihe abgeschlossen. Das war die Schatzsuche von Anno-Siedler. Alle 3 bis 6 Teile, je nachdem, wie man sie definieren möchte. Und das hier sind erstmal unsere sehr, sehr wütenden Gesamtpunkte. 200 Siedler, 56 Ehefrauen, 61% Ruf der Stadt, 64 Streikende. Sehr viele Ressourcen gesammelt, Güter produziert, Güter gekauft. Das ist eine Lüge. Nein, das ist keine Lüge. Wir haben ein bisschen Eisen gekauft. Das haben wir tatsächlich getan. Gold verdient. 245 Leute rekrutiert, 981 Leute besiegt, 110 Gebäude zerstört, 10 Gebäude zerstört, 3 Söldner angeheuert. Erzherzog geworden, keine Prestigepunkte, 5 Leute bekehrt und 7-mal haben wir Kardinal Lucius zusammengefaltet. Das, meine Güte, diese Erkältung will einfach ihre Spur nicht weggeben lassen. Das, liebe Gemeinde, war damit diese Map und diese Map-Reihe. Bin schon gespannt darauf, womit wir uns als nächstes befassen. Bis dahin allerdings wünsche ich allen viel Spaß und wir sehen uns. Cheerio.